Yo, Bros, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin's, der Schina, der Monkey ist heute nicht dabei. Der chillt gerade sein Leben in Amerika. Ja, heute ein neues Gameplay-Commentary. Zum Gameplay, ich habe es erspielt auf der Map Nuketown, wie ihr es sehen könnt, in Black Ops 2. Der Endscore war, lasst mich nicht lügen, ein 59:20, glaube ich. Kills kann man stehen lassen, war mir aber ein bisschen zu viele Tode, aber ich wollte euch dieses Gameplay trotzdem mal zeigen. Bevor ich hier zum Thema komme, wollte ich euch noch etwas anderes erzählen. Und zwar habt ihr ja wahrscheinlich gesehen in meinem letzten Video, oder in unserem letzten Video, beim Gameplay, das ich erspielt habe, hatte ich ein 50:0. Und Leute, wisst ihr, wie dieses Gefühl ist, wenn ihr wegen der Zeit keine Nuklear erspielen konntet? Weil ich war mir ganz sicher, ich kann dort die Nuklear erspielen, weil die Gegner waren solche No-Hands. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, Alter. So richtige No-Hands. Und ich habe einfach wegen der Zeit die Nuklear nicht geschafft. Hätte ich mir Zeit gehabt, hätte ich sie hundertprozentig geschafft. Ich wäre nicht gestorben, glaubt mir, Leute. Diese Gegner waren so etwas von schlecht. So, genug dazu. Ich habe ein kleines Thema vorbereitet, und zwar Modder oder Hacker, was auch immer, ist beides genau gleich scheiße. Und zwar gibt es trotzdem, obwohl ich Modder oder Hacker scheiße finde, gibt es etwas, das ich zum Beispiel gut finde. Aber der Rest ist natürlich scheiße. Und zwar zuerst zu dem, was ich gut finde. Und zwar versetzt euch mal in meine Situation. Ich spiele hier noch mit meinem alten Gamertag, wie ihr auch im Gameplay sehen wollt. Sehen könnt, nicht wollt. Wir wollen natürlich auch, aber sehen könnt. Und ich möchte aber eigentlich mit einem neuen Account spielen, mit dem Gamertag China. Aber ich persönlich habe keinen Bock, jetzt in MW2, MW3, Black Ops 2, in welchem COD auch immer, nochmal zu leveln und alles freizuschalten, weil ich einfach, ich gebe es zu faul dafür bin. Und dann gibt es ja jetzt in diesem Fall, zum Glück die Modder, aber auch nur in diesem Fall, die dir Unlock All machen können. Und da muss ich sagen, Unlock All Accounts sind etwas, das ich jetzt wirklich nicht schlecht finde. Finde ich sogar gut, eben für solche Fälle, wenn man keinen Bock hat, nochmal alles zu leveln und so. So wie in meinem Fall. Und ich kenne einen Modder persönlich. Ist ein langjähriger Kollege von mir, und der könnte mir rasch Unlock All draufhauen hier. Und das werde ich jetzt wahrscheinlich auch tun, damit ich nicht mehr mit meinem alten Account spielen muss. Und ich hoffe, ihr seid der meiner Meinung, dass das jetzt wirklich, dass das keine wirklich schlechte Sache ist, diese Unlock All Accounts. Und dann, ja, der Rest, der ist scheiße. Ach ja, noch schnell zu den Unlock All Accounts, was auch nicht ein Grund ist, warum ich es ja nicht schlimm finde. Und zwar verbessert ihr euch verbessern. Ihr könnt euch damit ja kein Skill ercheaten wie mit den anderen Sachen. Also, jetzt kommen wir gleich zu den Sachen, die scheiße sind, wie Aimbot. Was gibt es noch? UAV Hack, Wall Hack, ja, halt diese Sachen. Dann gibt es, glaube ich, noch etwas, das heißt Exploding Bullet. Damit ercheatest du ja dir dein Skill. Dein richtiger Skill ist immer noch gleich scheiße wie vorhin, sonst würdest du es ja nicht benutzen, aber du ercheatest dir sozusagen Skill. Und ja, das ist etwas, das einfach nur scheiße ist, es nervt, und das sind alles Missgeburten, die solche Sachen benutzen. Und ja, das ist halt so ein Grund, den ich halt scheiße finde, weil du dir halt den Skill ercheatest und selber keinen Skill hast. Ich meine, dann üb doch ein bisschen, spiel ein bisschen mehr, muss halt ein bisschen suchten.
Ich bin ja auch nicht von Anfang an gut gewesen. Ich bin zwar immer noch kein Beast, aber ich kann schon sagen, ich bin nicht mehr schlecht in COD. Seht ihr an den Gameplays, sind ja wirklich nicht so schlecht. Und ja, dazu. Es gibt, glaube ich, noch etwas anderes. Und wie gesagt, habe ich ja einen Kollege, einen langjähriger Kollege, der ja Modder, so ein Halbmodder ist, kann man sagen. Und zwar hat er, das macht jetzt aber auch nicht mehr, er macht einfach auch noch nur noch Non-Log-Alt-Accounts. Aber früher hat er noch mit im MW2 mit CFG-Mod-Menüs und so gespielt. Und dann habe ich ihm mal zugeschaut, er hatte natürlich Aimbot, alles, UAV-Hack, alles drin. Und dann konnte er die Map einstellen und dann noch einstellen, wo seine Gegner spawnen. Dann hat er Rast eingestellt und hat einfach immer den Spawn selbst ausgewählt. Und dann hat er einfach nur mit Exploding Bolt reingeballert und die Gegner konnten nichts machen, versteht ihr? Nix. Und ja, er hat einfach reingeballert. Dann hat er seinen Strix, den Harrier und den Choppergun auch reingeballert und ja, so einfach hat er eine Nuke gespielt und das ist übrigens jetzt schon ein Gameplay, hier bin ich richtig dumm gestorben. Es gab auch noch andere Szenen, wo ich richtig dumm gestorben bin. Ja, zurück. So schnell hast du eine Nuke gespielt und deine Gegner können einfach nichts tun. Die sind doch am Arsch. Und das ist auch etwas, das richtig scheiße ist. Ja, das war früher, wie gesagt. Und jo. Dann noch etwas anderes dazu. Und zwar war ich heute auf YouTube unterwegs und da war mir langweilig und da habe ich einfach mal MW2 in der Suchleiste eingegeben und den Filter auf heute gestellt. Also nur Videos, dass nur Videos angezeigt werden, die heute erschienen sind. Und was sehe ich da? Jungs, was sehe ich da? Die ersten 7 oder 8 Videos waren beschissene Leute, die solche Hacks, ja, so, oder solche Modpacks vorgestellt haben, welche gut sind, welche nicht, und haben auch noch gezeigt, wo man die kaufen, Leute, kaufen kann. Und wer kauft so ein Modpack oder solche Hacks halt? Wer kauft das? Wie minderbemittelt muss man sein? Ich meine, wenn man sowas sogar noch kauft, sowas kann man gratis bekommen. Oder selbst in gratis machen wir eine gejailbreakte PS3, aber Leute, wer kauft sich so etwas? Die sind ja noch schlimmer als normale Modder. Also ich, Leute, da kriege ich so einen Hals, wenn ich so etwas sehe. Solche YouTuber müssten gleich melden, meiner Meinung nach. Ich weiß ja nicht, wie ihr das sieht. Aber ja, in meinen Augen geht das nicht. Ah, jetzt nervt mich mein PC wieder. McAfee, ja. Halt die Fresse, McCafé, verpiss dich. So. Gut. Ich sehe, ich habe noch Zeit und zwar möchte ich noch schnell etwas anderes kurz ansprechen. Und zwar haben wir in in früheren Videos schon angesprochen wegen dem Livestreaming. Und ich nehme jetzt, wenn ihr dieses Video seht, habe ich dieses Video schon eine Woche vorhin aufgenommen. Und ihr seht es aber erst nächste Woche. Und für euch, jetzt, wenn ihr dieses Video seht, habe ich letzte Woche schon gestreamt. Bis jetzt immer FIFA. Und diese Woche will ich natürlich auch wieder streamen. Auch FIFA, aber wenn es geht. Und ich es endlich schaffe, die PS3 richtig einzustellen, damit es nicht mehr asynchron und so ist mit der Elgato und so halt. Will ich auch mit der PS3 COD streamen, aber für das muss ich eben, wie gesagt, diese Einstellung mit der Elgato richtig einstellen. Jo. Ich hoffe, ich krieg das irgendwie noch hin, weil ich habe im Moment richtig Bock zu streamen. Und da möchte ich euch nochmal dran erinnern, schaut in unsere Videobeschreibung oder auf unseren Kanal vorbei, dort findet ihr einen Link zu unserem Twitch-Channel und folgt uns wirklich, wenn ihr keinen Stream verpassen wollt, weil eben, wie gesagt, ich habe im Moment richtig Bock zu streamen. Dann noch mal etwas anderes und zwar haben wir ja schon angesprochen, dass jetzt 7 Wochen lang 2 Videos kommen sollten
Und dafür müsste Ninmank die Sachen vorproduzieren, der ist aber jetzt schon in den USA und hat es vergessen vorzuproduzieren oder hatte keine Zeit. Und deshalb kommt wahrscheinlich pro Woche nur ein Video. Ich versuche vielleicht immer noch ein zweites pro Woche zu machen, aber ich kann euch hier leider nichts versprechen. Aber sicher eins pro Woche. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Gut, und das war's von mir. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, könnt ihr uns abonnieren. Und ich bin raus und sage ciao.